Heute möchte ich dir diese Überwachungskamera vorstellen. Wir testen diese aus. Eine 360-Grad-Überwachungskamera, WLAN. Also die kann den zu Überwachenden verfolgen, beziehungsweise ihr könnt das mit eurem Display machen. Das Ganze ist über eine App steuerbar von Oldron. Es hat ein Zwei-Wege-Audiosystem, das heißt, ihr könnt euch mit der Person unterhalten, welche vor der Kamera steht. Sie hat 4 Megapixel. Ihr könnt eine Cloud benutzen, um die Daten abzuspeichern, oder eine SD-Karte. Also ein richtig tolles Gerät. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr darüber erfahren. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Mein Name ist Susch Vinzenz und heute geht es um diese Kamera. Eine WLAN-Kamera, IP-Kamera, 360 Grad schwenkbar. Ihr könnt diese in diese Richtung schwenken und natürlich auch in diese Zwei-Wege-Audio und so weiter, was ich euch bereits alles erzählt habe. Ich würde sagen, wir checken erstmal, was alles enthalten ist. Wir schließen diese an, wir verbinden diese mit der App und werden die Kamera dann austesten. Kommt mit! So, als Zubehör haben wir Befestigungsmaterial, 4 Schrauben, 4 Dübel. Wir haben ein USB-Netzladegerät. Wir haben an der Kamera ein langes Kabel mit einem USB-Stecker. Wir haben eine Bedienungsanleitung, auch in Deutsch, und in Englisch, wo man die genaue Installation sich hier durchlesen kann mit QR-Code und so weiter. Ja, ansonsten ist die Kamera hier direkt schon am Gehäuse befestigt, also das Gehäuse, welches man an der Wand befestigt, hier mit 2 Schrauben, entweder so an die Wand oder so an die Wand, also links und rechts 2 Schrauben oder hier oben, also ihr könnt diese individuell befestigen. Wir haben 2 WLAN-Antennen, links und rechts eine. Wir haben an der Kamera einen Lautsprecher und wir haben 2 Motoren eingebaut, sodass wir die Kamera mit unserer App horizontal, aber auch vertikal schwenken können. So, als erstes scannen wir den QR-Code, um die App downzuladen. So, danach gehen wir auf Gerät hinzufügen und suchen unser Gerät heraus. So, wir stecken die Kamera mal in den Netzadapter und an den Strom. Und nach 30 Sekunden sollten wir dann einen Piepton hören. So, ihr seht, die Kamera bewegt sich. Der Piepton erscheint. Und es kommt ein gleichmäßiges Blinken, wie es vorausgesagt worden ist. Das bestätigen wir in der App. Wählen unser entsprechendes WLAN aus. So, dann stellen wir eine Verbindung her, indem wir den QR-Code, welcher auf dem Handy erscheint, mit der Kamera verbinden. Und ihr seht, die Verbindung hat funktioniert. Klicken auf Signalton gehört und die Kamera wird verbunden. Normalerweise nur im 2,4 Giganetz, nicht im 5 Giganetz. Allerdings funktioniert es auch im 5 Giganetz, wie ihr sehen könnt. Hinzugefügt, erledigt. So, und wie ihr sehen könnt, funktioniert die Kamera jetzt und ihr könnt hier auf der App switchen. Ihr seht, hier bin dann sogar ich. Also die Kamera funktioniert, wie ihr sehen könnt, mit Bewegung,
Also, wenn jemand vor der Haustür stehen sollte oder da, wo ihr die Kamera installiert habt, funktioniert dieser einwandfrei auch mit Bewegung. Ihr könnt davon ein Foto machen, ihr könnt ein Video machen, ihr könnt das Ganze auf einer Cloud speichern, welche ihr abonnieren könnt, oder ihr könnt auch in der Kamera direkt eine SD-Karte einstecken. Das geht auf der Unterseite der Kamera. Hier könnt ihr das Ganze aufmachen und könnt eine SD-Karte einstecken. Ja, und somit könnt ihr alles auf der SD-Karte speichern. Also ihr seht, wenn ich hier switche auf dem Display, dann schwenkt die Kamera genau so mit, wie sie es machen soll. Wir können Fotos machen, wir können weitere Einstellungen machen. Also eine praktische Kamera, welche bei 2,4 GHz läuft. Aber ihr seht, auch bei 5 GHz, was ich jetzt hier eingestellt habe, funktioniert diese ohne Probleme. Was wir auch noch haben, ist hier oben der Lautsprecher. Also ihr könnt euch zum Beispiel mit eurem, ja, das wiederholt das Ganze natürlich jetzt, weil wir zu nah an der Kamera dran sind, aber ihr könnt euch somit über das Smartphone mit der Kamera unterhalten, beziehungsweise mit der Person, welche vor der Kamera steht. Ob das ein Einbrecher ist, der Postbote, eine Katze oder ein Hund oder sonst irgendwer. Ich schalte das mal wieder aus, denn es hallt natürlich nach, weil die beiden Geräte zu nah beieinander liegen. Ja, und wie ihr sehen könnt, man hat hier wirklich eine richtig tolle HD-Qualität. Die Kameraqualität ist wirklich ausgezeichnet. Kann man absolut empfehlen. So, und ihr seht, die Kamera hat auch eine Nachtsichtfunktion. Also man kann bei Nacht damit sehen. Und ihr seht, es geht sogar sofort das Licht an, wenn der Bewegungssensor sich bewegt. Ihr seht es hier im Display, also es ist hier wirklich dunkel und trotzdem könnt ihr erkennen, was hier vor sich geht, dass ich das Handy hier halte. Also die Nachtsichtfunktion ist hier auch sehr gut geeignet. Also er macht dann ein Licht, sobald er eine Bewegung erkennt. Mein Fazit: Ich bin begeistert von der Qualität, ich bin begeistert davon, was man mit dieser Kamera alles machen kann von Old One. Ich freue mich sehr, dass diese wirklich bewegbar ist, mit der App bewegbar ist, dass sie eine Nachtsichtfunktion hat, welche sogar in Farbe ist. Und derzeit bekommt ihr sogar noch einen Rabattcode in Höhe von 10 Euro. Das heißt, die Kamera kostet euch nicht mal 15 Euro. Klickt einfach mal unten rein. Ich habe sie euch unten verlinkt. Wenn ihr eine Kamera sucht, dann solltet ihr vielleicht jetzt direkt zuschlagen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in den Kommentaren. Ansonsten lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke. Lasst mir gerne auch ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch, Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe, welches bestimmt auch interessant für dich ist. Ciao und bis gleich.